Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Wie ihr schon in der letzten Folge gesehen habt, wir sind gerade ein bisschen am Aufmotzen. Was definitiv nicht das Schlechteste ist. Tresor. Hatten wir, glaube ich. Tresor. Hatten wir nicht hier? Moment, Moment, Moment. Konnten wir nicht hier Waffenschränke machen? Genau hier. Die wollte ich doch machen, ein paar Waffenschränke. Damit es ein bisschen besser ausschaut. Nur drei Stück, 21 Minuten, das passt schon soweit. So, dann gucken wir mal. Stufe 1 sind die nur. Bin ich so schlecht im Nähen? Moment. Ja, ich bin so schlecht, okay. Okay, vergiss es, die werden wir nicht tragen, weil ich würde mal behaupten, dass das ziemlich schlecht uns gegenüber ist, oder? Schauen wir mal. Eisenrüstung. Im Gegensatz dazu. Die sind eigentlich fast genauso gut wie die Eisenrüstung. 27 Haltbarkeit geht ein bisschen nach unten, aber sonst sind wir eigentlich Geräuscherhöhung. Fähigkeit minus 4. Minus 6 Ausdauer minus 9. Die ist wirklich besser. Ich glaube, ich bin. Okay. Sage ich nein dazu. Ich sage nicht nein dazu. Und sagen wir nämlich hier. Ah, aber Moment. Moment. Was ist, wenn ich jetzt sage, Stufe 1, ich möchte sie bitte verändern. Ja, sie hat nur einen Slot. Okay, vergiss es. Forget it. Stufe 1 Sachen können wir zerlegen. Mit der Stoffe ist mir egal. Hauptsache, ich bekomme die Metallsachen wieder. Die sind mir gerade ein bisschen wichtiger. Die schmeißen wir da rein. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Vielleicht brauchen wir auf jeden Fall jede Menge davon. Und wir sollten damit, glaube ich, auch fertig sein. Zack, rein mit ihr. So. Du hast nichts mehr für uns gemacht. Okay. Du hast diese Stahldinger von uns gemacht. Das ist nicht verkehrt. Du kannst eigentlich direkt weiter... egal, was soll's. Die Türen haben wir, die Tresorwände brauchen wir jetzt noch nicht für den Moment. Mit Betonung auch für den Moment. Den Nasch brauchen wir auch nicht. Dann sagt man nämlich eher, wir gehen wieder zurück. Ein bisschen was trinken, ein bisschen sowas. Yep. Wir machen uns auf den Weg. Ja, komm, ein Tag. Bevor der Blutenbund anfängt, das passt schon. Dann machen wir lieber noch ein bisschen unser Lager weiter. Finde ich, hat gerade mehr. Pflastersteine. Machst halt nochmal 1500. Einfach nur, weil du kannst. Los geht's. Und dann upgraden wir uns quasi wieder nach vorne. So, komm mal her, du kleine Schnipperige, du. Du Meisterwerk an Ingenieurskunst von mir. Die quasi eigentlich keinen Aufwand benötigt, aber egal. Gut, perfekt. Noch kein Beton. Das ist doch wunderbar schon zu hören. So, ja, zack, 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 zack. Einmal durchziehen durch die ganze Chance. Ja, dann können wir da oben dann alles nach und nach fertig machen. Ein Traum wird wahr. Ein Traum wird wahr. Ist denn das nicht wunderbar? Weil kann ich es noch machen? Ah, es dauert noch ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Danach fahren wir den Rest der Strecke nach oben hier, weil ich möchte eher in der Basis ein bisschen was machen. Das sind so quasi kleine Nebentätigkeiten. Anstatt vorbeizufahren, einfach rumzuwerkeln. Und da muss ich noch gucken, wie ich am besten bessere Rüstung machen kann. Weil die Stahlrüstung ist schon gut, aber wenn die Militärrüstung mit Stufe 1 genauso gut ist wie meine Stahlrüstung mit Stufe 5, dann will ich mir jetzt doch gar nicht mal aus. Oh doch, ich mal es mir aus. Es wird geil. Der Kampfanzug wird mächtig werden. Weil mehr brauchen wir es gerade nicht, oder? Ja, bei Bergbau können wir da vorne vielleicht machen. So, dann, wo sind's denn? Da sind wir zu Hause. Ja, mit einem kleinen Versatz immer wieder mal drin, weil wir doch ein bisschen schneller laufen, als wir das ganze Zeug nachlegen. Erstmal noch
benutzen den mal. Wir müssen uns Ausdauer nach oben bekommen. Weil das Gestein hackt sich ja schließlich nicht von selbst. Okay, ich bin fertig, soweit wie es ausschaut. Wunderbar. Und den Rest behalten wir für drinnen. Würde ich mal behaupten, oder? Ja, komm, bleib mal für drin. Einmal. So, so. Auf geht's, los geht's. Kann ich denn hier auch nebenbei essen? Geht leider nicht. Oh, das finde ich jetzt diskriminierend. Warum kann ich nicht während dem Motorradfahren ein Fleisch essen? Verstehe ich nicht. Finde ich schon ein bisschen Sauerei, muss ich sagen. Schon ein bisschen. Also. Genau, hier so durchfahren und et voilà. Wir sind angekommen, wo wir ankommen wollen. So. Produzierst du noch weiter? Ja, du produzierst noch ziemlich viel weiter, so wie es ausschaut. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. So, mit dem Beton schon rausklauen? Eigentlich eher weniger. Russland und Zement. Da müssen wir noch einiges übrig haben, oder? Ja, Zement haben wir noch da. Hier haben wir noch was übrig. Das können wir noch mitnehmen. Und direkt schon mal die nächste Ladung machen. Passt soweit. So. Ach, ich habe den anderen Mist auch noch mitgenommen. Ah, Mist, Mist, Mist. Was denn das war, habe ich den anderen Mist mitgenommen. Okay, was soll's. Genau, und dann geht's nach innen auf, würde ich sagen, oder? Yep. Richtig, so schaut es doch wunderbar aus. Einmal so machen, einmal so machen. Plus ein bisschen Raum links und rechts daneben. Damit kann ich mich mehr als gut anfreunden. So. Dorthin. So, aber da kommt jetzt gar keiner mehr rein. Das ist ja... Also wenn da noch jemand reinkommt, dann weiß ich auch nicht. So, einmal entriegeln, fertig. Kann man rein und rauslaufen, wunderschöne Sache. So, wie gesagt, es wird ein Dreiergang werden, einfach nur, weil ich es etwas größer haben möchte. So, so und so, dann passt das nämlich schon. Gucken wir mal. Na, wir haben halt bloß eine Modifikation drin und man kann auch bloß eine drin haben. Glaube ich zumindest. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber zumindest sollte... Gerade sagen, da stimmt doch irgendwas gar nicht. Oh, 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 das war... War das so richtig? Ja, yep, das war richtig, okay. Das war so schon voll und ganz richtig. So, da noch. Ah, das war der Brocken, der noch gefehlt hat. Okay, gucken wir nochmal. Eins... 2, 3. Okay, der war aber schon angeschlagen. Der zählt für den Moment nicht. 1, 2, 3. Wir brauchen einen Schlag weniger. Wir brauchen einen Schlag weniger. Das finde ich gut. Das ist wunderbar. Genau, und hier auch noch nach oben gebaut. So sieht es doch mal was aus. Okay, upgraden. Ach, halt nicht Schwachsinn. Och, ja, ja, Moment. Bin doch Honk. Ich bin doch ein Honk, das ist ja falsch. Wir wollten ja extra eine Dreierreihe machen. Extra was ganz Großes reinboxiere. Denn ich habe mir gerade noch was anderes überlegt. Wenn es nämlich drei Reihen sind, wir machen drei Räume. Wäre es doch relativ genial. Und ob es was zu trinken vielleicht. Die Trinken sind wir schon hoch genug. Wenn wir den Boden dann nachher einfärben mit drei Farben. So quasi, ich überlege jetzt gerade. Waffen in Rot. Material in Blau. Und Essen in Grün. Klingt das vielleicht nach einer Idee? Das könnte eine Idee sein. Wir sagen mal, das könnte eine Idee sein. Haben wir es mal so. So, die nächsten 10. Hoppala, das wollte ich nicht machen. Ach, an sich Wegebeton. Okay, vergiss es.
So, aber wir bräuchten noch bestimmt mal hier kurz. Ah, da haben wir doch was hier. Halt nicht nehmen, ich möchte es essen. Wo ist denn hier? Benutzt, Chef. Lebensmittelvergiftung oder sonst Spaß. Wir pumpen uns da doch wieder quasi vollkommen nach oben. So, weg mit dir, mein kleiner Brocken. Du bist leider falsch gehockt. Gesetzt. Gehockt, gesetzt. Gesetzt muss ich doch an der Stelle sagen. So, jetzt müssen wir doch eigentlich sagen können. Stellung kopieren und auch. Das geht nicht. Ah, weil es kein Stein mehr ist. Verstehe, verstehe, weil es kein Stein mehr ist. Okay. Das macht aber rein gar nichts aus. So. Weil wenn ich das jetzt hier unten sagen würde. Copy Shape. Okay, dann geht's wieder. Dann geht's wieder. Alles klar, habe verstanden. So. 2 und 3. Oh, ja. Oh, wir sind so viel schneller. Wir sind... Ah, Moment, das ist falsch. Das war falsch, das war mein Versehen. Tut mir leid. Was sagen, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Und weg mit... Ha, weg mit dir, weg mit dir. Da muss auch noch nachher ein Klotz hin. Ich hoffe mal, die Erde hält quasi unsere Untermauerung aus. Wenn nicht, haben wir ein Problem an der Backe. So, ich überlege jetzt gerade, welchen Bereich mache ich denn zuerst bei dem Ganzen. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, zuerst den Nahrungsmittelbereich zu machen. Ja, ich glaube, das hätte was für sich. So, weg mit dir und weg mit dir. Oh, das ist schon Erde? Okay. Auch komisch. So, dann mal gesagt, einmal so rüber. Und du musst noch weg. Ah, warte, du bist Erde. Da haben wir es noch einfach hier oben. Und bei mittlerweile ist eigentlich alles einfach. Hoppale. Hatten wir doch das... hätten wir doch glatt das Eck vergessen. So. Ich glaube, das schaut schon wesentlich angenehmer aus, oder? Yep, das schaut wesentlich angenehmer aus. Plus einmal hier. Ich sag, dann gibt es hier den geraden Weg. Der geht bis... Ja, soll natürlich nicht zu weit gehen. Das sehen wir gleich. Wir graben erst noch ein bisschen geradeaus. Ich guck mal auf die Uhr. Ich glaube, den Blumen werden wir in dieser Folge nicht mehr bekommen. Aber egal, was soll's kommen. Blumen ist dann so quasi die Extra-Folge. In der wir dann aktiv ein bisschen schießen werden wieder. Und mit ganz viel Glück, wenn ich natürlich schnell genug bin, könnte das der letzte Blumen sein, wo wir aktiv schießen werden. Sondern uns eher damit begnügen, quasi Vorrichtungen, ähnliche Sachen zu machen. Na komm, jetzt reicht's. Benutzen. Ich halt überdrängt, das ist mir jetzt auch vollkommen egal. Dass wir quasi dann unsere automatischen Geschütztürme, Scheinwerfer und weiß ich der Geier, was man so alles haben kann, machen. Das wird herrlich und glorreich werden. Und es wird in seiner Glorreichkeit immer herrlicher werden. Oh, ich liebe es, so einen Spaß zu reden. Ich liebe es einfach. So, oh, das ist eine Wonne. Ich will es nicht früher machen müssen. Wesentlich früher sogar. Also kriegt man auch wesentlich schneller Erfahrungspunkte. Scheiße wäre natürlich immer noch, wenn man sagt, dass wir den Bohrkopf verwenden würden, aber wir wissen ja, der gute Sprit ist leider nicht endlos. Dann müssen wir lieber den Bohrer, um dann Schiefer und sowas rauszubuddeln. Haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr von. Ich hoffe immer noch, dass ich hier irgendwas Interessantes finde. Das wäre nämlich nicht das Schlechteste. Vielleicht müsste ich hier und dort noch ein bisschen mehr nach unten bohren, aber was soll's, was soll's. Minimumarbeit, oder Moment. Minimumarbeit. So, haben wir noch ein bisschen drauf. Und wenn wir dann das nächste Mal weg sind, können wir mal kurz gucken, ob ich gerade noch was herstelle, oder? Das
87, die Eifsteinrasier. Noch 10 Minuten lang, ja, Pflasterstein, das ist in Ordnung. Pflasterstein ist mehr als in Ordnung. Können noch sagen, dass man dann, ich meine, den normalen Ziegelboden zu machen für, sagt es mal, für einen Arbeitsbereich und so ist ja gar nicht mal so schlecht. Und wenn man Nahrungsmittel macht und sowas, könnte man doch bestimmt eine andere Art von Boden verwenden. Weiß nicht, irgendwie was. Bin ich noch gar nicht so weit nach unten gemacht? Okay. Da können wir nochmal gucken, ob wir einen anderen Boden reinsetzen können. Ja, bestimmt auch nichts Verkehrteste. Na komm, geh mal weg hier. Weg musst du eh nach und nach. So, und hier der Boden noch rausmachen. Danach gucken wir nochmal auf die Karte. Ja, sie machen nicht die größten Fortschritte auf dieser Welt, aber es geht, es geht. Vielleicht ein kleines Helfele oder sowas, das nebenbei herkommt und ein bisschen mithackt. Brauche ich aber eine Hagelstufe 4 noch, oder? Ja, ich habe die andere verballert. Da müsste ich noch mal eine machen, aber das Schöne ist, wir haben ja genug Ressourcen da. Na, komm, nochmal. Sind gerade hier. Ja, und hier der Nahrungsmittelbereich. Müsste schon ausreichend sein. Das müsste auf jeden Fall noch hinhauen. Weil ich glaube, ich habe ja schon jetzt mehrfach gesagt, dass wir zum Händler mal gehen. Das wäre auch sowas, wenn wir sagen, wir gehen in Richtung Mitte rein. Weil theoretisch müsste es noch mehr Händler gehen und noch mehr Siedlungen. Insofern ich jetzt nicht falsch informiert bin. Aber bei den ganzen Quests, die man machen kann, wäre es etwas unsicher, wenn es bis einen einzigen Händler irgendwo gibt. Könnte ich mir jetzt recht gut vorstellen, sagen wir es mal so. So, da noch ein bisschen reinhacken und da noch ein bisschen reinhacken. Boah, das gibt so schön viele Erfahrungspunkte. So, wir sind ja jetzt ein bisschen weit drinnen. Quasi hier, es gibt noch ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach da. Ich glaube, wir können doch hier bereits sagen, wir gehen darüber. Mach mal einfach, komm. Ich möchte jetzt nicht auch 5000 Stunden damit verbringen, einen Weg zu bauen in eine Richtung. Dann sagen wir lieber, wir gehen hier rüber. Und kümmern uns mal um unseren Nahrungsmittelbereich. Und dann muss ich mal gucken, wie man sanitäre Sachen macht. So. Ich überlege gerade, zuerst hier eine Küche zu machen, wäre wahrscheinlich das Beste. Ich kann doch bestimmt irgendwie Fliesen machen. Kein Platz im Inventar. Ernsthaft, kein Platz im Inventar? Das ging schnell. Okay, Moment, wir können ja sagen... Stimmt, Moment. So, damit müsste doch jetzt wieder Platz, oder? Yep, zumindest ein bisschen was. Okay, sollen wir den Boden auch... Was soll's? Wir tun einfach mal alles hier hochdämpseln. Das, was wir nicht sehen, müssen wir ja nicht verbessern. Aber es ist zumindest gut, wenn wir hier die nächstgrößere Stufe haben von allem. Muss mal gucken, fehlt mir noch mehr Essen oder sowas vielleicht? Definitiv. Dann komm her, Schnitzel, komm her. Die können wir immer gut essen. Und ja, ich weiß was anderes, aber für mich ist das einfach ein Schnitzel. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Für mich ist und bleibt es ein Schnitzel. So, dich auch und dich auch noch. Dann haben wir mal genug für den Anfang verbessert, oder? Wobei. Weil wir eh so viel gerade abbauen, können wir mal die Wand auch gleich machen. Und das sind so Sachen, die bleiben eh. Definitiv diesmal die richtige Position ausgewählt für alles. So, müssen wir da außen vielleicht noch irgendwas machen? Yep. Hier zumindest den Rest. Das können wir auch noch machen, das passt schon soweit. So, jetzt hat er wieder was zu machen. 400? Ja, jetzt hat er mehr als genug noch zu machen. So, einmal benutzen, Dankeschön. So, und wir sagen, hier kommt die Wand hin.
So. Eins, zwei, drei Farben, genau. Und hier geht's dann rein. Passt. Sitzt, passt und hat Luft. Kann man da noch was bauen? Ja, das geht auch schon direkt von Anfang an. Okay. Und wir brauchen nicht mehr als eine Wand. Wir brauchen nicht mehr als eine Wand. Okay. Ach, stimmt, Stein. Ah, ich wollte dann ein Boden eventuell machen. Stimmt, das war noch das Thema. Oder ich lasse Betonboden und färbe ihn einfach nur anders. Das wäre auch noch eine Möglichkeit eigentlich. Jetzt muss ich gerade echt mal gucken. Was gibt's denn? Es gibt eigentlich nur Holz und Stein. Ein Kies gäbe es noch, aber sonst Dekoration. Nee, nee, gibt's nichts anderes. Passt schon, passt schon. Ich mache mir gerade zu viel wieder im Kopf um das Ganze. Wir machen hier einfach eine Beton. Ach, ich bin voll. Wir wollen natürlich die ganzen Steine jetzt nicht irgendwie. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier nebenbei auch noch quasi was verlieren könnte. Inventar ist schon wieder voll. Das kann nicht ganz sein. Okay, wir müssen ein bisschen was hier liegen lassen, würde ich mal behaupten. So, komm mal her. Und wir haben hier noch ein paar Sachen. Die können wir mal von Anfang auch hier lassen. Genau, das brauchen wir alles nicht für den Moment. Du bist fleißig am Weißen machen. Fleißig am Weitermachen. Der Witz kann ich schon gar nicht mehr reden. Noch ein tausender Zement. Zack, das nächste einfach und die nächsten tausend. Yep, mach mal. Der wird unendlich lange schaffen für uns. Aber es wird sich rendieren. Es wird sich sowas von rendieren. So. Die können wir wieder mitnehmen, genau. Weitermachen mit dem Boden. Wie man die Auftragung dann hier drin machen, ist jetzt mal. Ja, egal für den Moment. Hauptsache, wir haben schon mal den Byte, was wir sagen können bei der übernächsten Folge. Weil ich glaube, ein Blumen dauert immer relativ lang. Bei der übernächsten Folge können wir dann quasi hier Mobiliar und einige andere Sachen machen. Ich glaube, wenn wir. Brauchen wir Truhen? Aber wir bauen wirklich einen Schrank hin. So, trinken ist schon ziemlich hoch, aber können wir nochmal Kaffee machen? Einfach zur Gaudi. Ich hoffe, er übergibt sich nicht wieder. Weil er vollkommen überfressen ist mit einem. Aber es sollte eigentlich relativ gut sein. Oh, Hallöchen. Weg mit dem und weg mit ihm. Na komm, hier auch noch weg. Ah, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Stimmt, eine Werkbank wäre noch hier jetzt gut. Ich kann mal nebenbei noch, sagt es mir, noch Steinklötze anfertigen. Ach, das ist das Licht. Ich wollte gerade sagen, haben wir Gold in dem Spiel gefunden? Oh mein Gott, wir haben Gold gefunden. Nein, haben wir nicht. Haben wir leider, leider nicht. So, Steindecke hält einiges aus. Aber wenn wir dann nachher so quasi einen größeren Bereich machen, müssen wir uns darüber Sorge machen. So. Da ist nämlich dann der Endbereich, würde ich mal sagen. Oder, jep, weil da kommt nämlich auch irgendwann die Schräge. Werden wir die Schräge komplett nutzen? Werden wir nicht, nein. Ich möchte keine komplette Unterhöhlung machen. Das wäre definitiv viel zu viel des Guten. Noch hier ein bisschen benutzen. Oder ja, sehen wir doch. Ein bisschen was zu essen ist nie verkehrt. Wenn man nämlich das Optimum erreicht. Besser kann es uns gar nicht mehr gehen. Nahrung, nicht nahrungstechnisch, so ein Spaßsinn. Gesundheitstechnisch schon noch. Aber was soll's, komm, was soll's. Sag mal, ist denn hier noch der kürzeste Weg? Der ist noch im Weg. So, zack und zack. Die können wir auch noch für uns hinbauen. Wenn wir schon mal den
Bereich soweit freigemacht haben. Und schon bin ich wieder am Dämpfer. Ah, es ist herrlich. Mit dem Kaffee zu arbeiten ist im Spiel echt herrlich. Aber wie ich sagen muss, im Privatleben trinke ich gar keinen Kaffee. Fände ich nicht gut. Nicht von ich hasse ihn, sondern er schmeckt mir einfach nicht. Wie soll ich sagen? Er schmeckt für mich irgendwie wie vergammelter Kaba. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, aber das ist das Einzige, mit dem ich da so quasi irgendwie in Verbindung bringen kann. Weil diejenigen, die natürlich Kaba trinken, Schwachsinn. Kaffee trinken, ist den ja wieder. Heißt mehr Kaba für mich. Ja, aber ich bin definitiv kein Kaffee-Fan. So. Macht es Sinn, hier schon sowas zu machen, oder? Ja, komm, dann haben wir zumindest noch ein bisschen erst. Halt, das brauchen wir. Das können wir auf der anderen Seite auch noch direkt machen, eigentlich, weil da geht es sogar noch weiter. Yep. Da würde es sogar noch weitergehen. Das heißt, ab hier so quasi. Okay. Hacken wir jetzt kurz auch noch hier durch. Zumindest eine gewisse Symmetrie möchte ich an einem drin haben. Der Stein schaut komisch aus. Okay, der sah wirklich einfach nur komisch aus, was soll's. Soll ich gerade sagen, haben wir eventuell Eisen gefunden? Haben wir das unsagbare Glück, hier auf Eisen zu stoßen? So viel Glück kann man nicht haben, so. Zumindest nicht auf dieser kleinen Mini-Insel. Irgendwo anders bestimmt ja, aber nicht hier. So, und hier haben wir gesagt, ziehen wir die Mauer durch oder hier. Okay, heißt, hier bauen wir noch ein bisschen nach so rum rein. Damit wir noch ein, zwei Sachen hier hinbauen können. Dankeschön dafür. Habe ich sogar ein Loch ein bisschen zu weit reingeschlagen, aber macht nichts. Beziehungsweise kann man hier unten welchen Loch zu tief reinschlagen. Eigentlich nicht. Beim Notfall tut man einfach wieder einen Steinklotz zur Vorstellung. Gut ist. So. Dann wissen wir schon mal, hier geht's nicht weiter. Das können wir auch gleich machen. Komm, was soll's. Wir haben ja genug Steine übrig. So, einmal hier und einmal so. Hier und so. Hier, hier und so. Wunderbar. Passt, sitzt, passt in der Luft. Und sieht auch noch richtig schön elegant aus. So, das können wir auch noch gleich mitmachen. 17 Uhr fast schon. Huh, langsam wird es spät. Langsam wird es echt spät hier. Und ich muss immer noch überlegen, soll ich Truhen machen oder soll ich Schränke machen? Wobei ich echt der Meinung bin, ich glaube, Truhen haben mehr Platz, aber Schränke ist einfach, ich glaube, ist ein bisschen geordneter, würde ich sagen. Oder beides. Muss ich mal gucken, was man so als machen kann. Ich glaube, Schränke ist gut, wenn wir Dosenfutter sowas machen. Aber ich glaube, wir können gar kein Dosenfutter machen, oder? Haben wir denn Nahrung? Ja, doch, sowas können wir in Schränke reinmachen. Unsere ganze Trinkvorräte. Und normales Essen dann in Truhen lagern. Ich glaube, das wäre auch nicht so das Schlechteste. Definitiv nicht. Ich glaube, so machen wir es. So machen wir es. Aber das sind eh Probleme für die Zukunft. Wir müssen erstmal hier quasi den Bereich hier vollends noch freiräumen. Eieiei. Und ich glaube, ich tue mir dann quasi offscreen mal überlegen, wie ich die Einteilung von allem mache. Quasi auf dem Zettel ein bisschen aufmalen, wie ich es denn gerne haben möchte. Oh, Hallöchen. Die nächste Reihe kann gemacht werden. Wie hat der gerade seine Axt getragen, ey? Glaube ich bin. Das sah gerade etwas merkwürdiger Natur aus. Gebe ich zu. Merkung, was soll es. Ich möchte ein festes Fundament haben, also nein mit dir. Oh. Okay, zum Glück ist es egal, wie man es hinstellt. Sonst hätte ich mir jetzt nämlich echt Sorgen gemacht. So, einmal hier noch hin. Und hier noch freiräumen. Oh, da ist schon Erde. Okay. Wie nah sind wir denn jetzt gerade an der Kante dran? Ziemlich nah sogar. Ziemlich nah. Da muss ich mir überlegen, wie ich weiter vorgehe. Definitiv. Und mein Alarm sagt auch schon,
es wird Zeit, einen kleinen Cut in die Folge zu machen und das Ganze mal durchzuhalten, weil ich glaube, ich habe jetzt 5 oder 6 Folgen auf Halt. Was natürlich nicht so von Vorteil ist, wenn man eigentlich eine Variation machen möchte und... Iron Harvest, Mist. Okay, wenn ihr diese Folge seht, habe ich hoffentlich Iron Harvest weiter aufgenommen. Das kommt davon, wenn man es liebt, im Untergrund zu buddeln. Da vergisst man schon mal ein paar andere Sachen. Genauso wie Bioshock muss ich aufnehmen. Eidewitzka. Okay, ihr seht, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Genauso wie hier. Aber das und noch so viel mehr seht ihr natürlich in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dahin hoffe ich, viel Spaß beim Zuschauen. Und es würde mich freuen, wenn ihr da natürlich wieder mit dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer... Tschüss, salut.